So Leute, da sind wir beim nächsten Muster. Diesmal Shadows over Innistrad. Wir hatten ja jetzt neulich schon Düstermond und ich dachte mir jetzt, hey, machst du die beiden mal zusammen. Das ist schon so lange her für mich, dass ich schon keine Ahnung habe, was hier überhaupt drin war. Plains Blessing, 2 Mana, man kriegt 5 Leben Sorcery, okay. Nibbles of Dusk, 3-2-1 Flying Prowess. Rancid Rats, 2-1-1 Skulk. Was sagt denn Skulk? This creature can't be blocked by creature with greater power, okay. Und Death Touch. Hä? Okay. Okay. Militant Inquisitor, 3-2-3. Für jedes Equipment, was man hat, kriegt diese Kreatur +1/+0. Das ist ziemlich gut. Stitched Mangler, 3-2-3, kommt getappt ins Spiel. Wenn es ins Spielquell kommt, tappt es eine Kreatur, die man nicht kontrolliert. Und diese Kreatur enttappt nicht während des nächsten Enttappt-Segments. Watcher in the Web, 5-2-5 Reach und kann zusätzlich 7 Kreaturen blocken. Wow, 7 Stück, alles klar. Fiery Temper, 3-2-3. Instant fügt 3 Schaden der Kreatur im Spieler zu mit Madness. Ist tatsächlich, glaube ich, ein Reprint, wenn ich mich richtig im Kopf habe. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Das war eine ganz coole Karte. Stoic Builder, 3-2-3. Wenn es ins Spielfeld kommt, kann man eine Landkarte aus dem Friedhofzug auf die Hand nehmen. Wicker Witch. Oh, das Artwork. Gucken, dass ich das eingefangen kriege. Hier. Wow. Geile Karte. Sieht einfach geil aus. 3-3-1 Scarecrow macht nicht viel, aber es ist ja. Thraben Gargoyle, 1-2-2 mit Defender. Für 6 Mana kann man den transformieren. Dann bekommt man Stonewind Antagonizer. Ja, 4-2 fliegend halt. Okay. Rise from the Tides, 6 Mana Sorcery. Man bringt einen 2-2 Zombie getappt ins Spiel für jede Instant Sorcery, die man im Friedhof hat. Woodland Screams kommt getappt ins Spiel, tappen für grün oder blau. Warum? Ich verstehe nicht, warum den ich auf Kamm lassen konnte. Cult of the Waxing Moon. 5-5-4. Immer wenn permanentes transformiert, in einen Nicht-Menschen transformiert, kriegt man auch einen 2-2 Wolf dabei. Und unsere Rare ist Fevered Vision. 3-Mana Enchantment. Zu Beginn des jeden Spieler des Endsteps. Dieser Spieler zieht eine Karte. Dann, wenn er 4 oder mehr Karten in der Hand hat, fügt Fevered Dreams ihm 2 Damage zu. Checkkarte und Clue. I have no clue. Gut, das war Innistrad. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.